Warum läuft er eigentlich nach unserer Barrel Roll immer weg? Verstehe ich immer nicht. Na komm raus, Gegner. Wir wissen alle, dass du gleich rauskommst. Wisst ihr was? Wenn du so lahmarschig bist, dann gehe ich halt. Ha! Pech gehabt. Ach, verdammt. So einfach geht's wohl doch nicht. Dann mache ich dir mal die Tür auf. Nein, so einfach geht's auch nicht. Was erwartest du denn von mir, Spiel? Soll ich die kleine Kiste da kaputt machen? Leuchtsignal. Na, meinetwegen. Dann können wir, wenn wir mal irgendwo in der Prärie gestrandet sind, wenigstens ein neues Polizeiauto rufen. Aber was... Ah! Eine Polizeimarke, die von Thomas wahrscheinlich, oder? Ja. Thomas McLean. Machst du mir jetzt die Tür auf, danke. Du bist super. Mein Lieblingszombie für heute. Vielleicht sogar im ganzen Spiel. Mal schauen. Den Titel will ich nicht frühzeitig vergeben. Aber ist jetzt schon in der näheren Auswahl der Top-Zombies. Pflaster. Immer gut. Und Thomas Sheriff-Ausweis mit einem Küchenmesser an die Wand getackert. Unser erster Hinweis. Fehlt nur noch einer. Aber wir machen jetzt kein Profiling. Nee. 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 Gut. Dauernd will der immer nur Profiling machen. Ich glaube, der hat ein Profiling-Problem. Zigaretten und Profiling abhängig. Und Kaffee auch noch. Meine Güte. Koffein, Nikotin und Profiling. Nein, bitte nicht. Nein, ich hab's gewusst. Ich hasse die Dinger so. Na? Willst du nicht näher? Willst du dich nicht sichtbar machen? Willst du... Musst du unbedingt näher kommen? Bleib doch da hinten und mach dich jetzt schon verwundbar, bitte. Nein, geh doch weg. Keiner mag dich. Ich hasse die so. Wenn die wenigstens nicht ganz so viel aushalten würden. Aber schön langsam kriege ich das mit dem Ausweichen wenigstens hin. Ja, gut, war doch gar nicht so schlimm. Das ging doch. Aber wo eine ist, sind leider meistens mehrere, verdammt nochmal. So eine kleine Bandage, so ein paar Pflaster, könnte ich sogar brauchen eigentlich. Glaube ich, nehme mal eins. Jetzt kommt bestimmt gleich nochmal so ein Flurkriecher, Zombie, Dingens, Geist. Kann man sich mal schnell ein Pflaster draufkleben, finde ich. Okay, ich bin bereit für dich, Geist.
Ich weiß jetzt, wann du und wie du angreifst. Zumindest ein bisschen. Hey, jetzt wo ich weiß, dass die ihre Wolke echt nur schießen, wenn die am Boden liegen, ist alles halb so wild. Nur zu nahe sollten wir das Ding nicht kommen. Das ist dann immer ein bisschen nervig. Kommt schon das nächste Wandkrabbelviech. Okay, das hat irgendwie andere Haare als die anderen. Das sieht irgendwie krasser aus. Oder? Das war nur ein Grafikglitch. Okay. Ich dachte schon, jetzt kommt irgendwie Hardcore-Haarmonster. Aber nee. War nur ein glitschiges Haarmonster. Also ich hoffe, euch sehe ich im zweiten Teil nicht wieder. Euch würde ich wirklich nicht vermissen. Ihr Wandkriecher-Personen, ihr... Die Kämpfe dauern mir auch zu lange. Schon allein deswegen hasse ich die. Selbst wo ich jetzt weiß, wie man gegen die kämpft, ganz effektiv... Es ist nervig. Okay, ich hoffe, das war's wieder mit Flurzombies. Flurkriechzombies. Ich mag die nicht. Da kommt jetzt keins mehr raus. Nein. Okay, gut. Da kommen normale. Das ist vielleicht der Haupt. Yes, yes, yes. Great. Nice shot. Yes. Nein. Das ist doch... Wie viele denn noch, ey? Come on. Ja, komm her. Wenigstens waren die so nett, dass die nicht gleichzeitig kommen. Das wäre echt nervig gewesen. Zwei Schrumpflinten-Zombies, dann noch so ein Wandkriecher. Das wäre echt lästig geworden. Aber so, solange ich MP-Munition habe, ist eigentlich alles okay. Ich vergaß. Ich meine, die haben auch so lila Blut, wie dieses Gift, das versprüht wurde vom Militär in dieser Rückblende. Wie der Nebel, der auch lila war. Das könnte schon wieder ein Hinweis darauf sein, dass die Kreaturen tatsächlich existieren vielleicht und nicht nur Einbildungen sind. Keine Ahnung. Oder der Verstand von unserem Protagonist denkt sich das nur so aus. Ich meine, die Leute der Stadt verlassen beim Regen ihre Häuser nicht. Vielleicht aus gutem Grund, weil wirklich Gefahr lauert. Oder weil sie abergläubisch sind. Ja, das alles lässt das Spiel halt einfach zur Interpretation offen. Okay, wir haben die Lichtverhältnisse in dem Raum leicht verändert. Ich speichere mal. Du hast eben MP gesagt, die Abkürzung für Maschinenpistole. Ein Traum geht in Erfüllung. Ich habe, glaube ich, vorher auch schon öfter Maschinenpistole gesagt. Und dann wieder Maschinengewehr. Und dann wieder... Bratatata. Brutzel. Das habe ich, glaube ich, noch nicht gesagt. Aber ich könnte es gesagt haben. Ich sag alles, was ich will. So. Ich habe jetzt hier zwei Scheinwerfer angemacht. War das richtig? Ist das ein Rätsel? Muss ich noch mehr? Vielleicht muss ich die Lichtverhältnisse anpassen. Drücken wir mal auf den nochmal, damit beide rot werden. Rot ist doch... Gefahr. Aha. Zwei rote Scheinwerfer. Na also. War das eine gute Idee?
Ich hätte lieber irgendwie Pink oder so machen sollen. Irgendwas Friedlicheres. Kommt jetzt wieder der Raincoat-Killer. Hallo, Alp. Ich finde es auch absolut großartig. Das hat sowohl Trash-Charme als auch wirklich sympathische und coole Charaktere. Das ist... Das vereint das Beste aus zwei Welten. Super krassen Trash, aber auch irgendwie in einen echt guten Charme und gar keine so schlechten Autoren, ganz im Gegenteil. Und die nutzlosesten Schrotflinten überhaupt. Aber es geht schon. Man kann sie schon benutzen gegen die Standardgegner. Okay, ich kann keine Stahlrohre mehr tragen. Gegen das Maschinengewehr kommen die halt einfach. Da kann man halt die Schrotflinte vergessen dagegen. Oh, FBI-Medaillen. Das gibt wieder einen ordentlichen Gehaltscheck, wenn ich die aufsammle. Bilden wir uns das auch ein? Weiß ich nicht. Vielleicht checkt uns das FBI gar nicht so viel Geld, wie wir glauben. Ein Säbel. Oh, den hätte ich schon gerne. Ich kann ihn zumindest in meinen Kasten stecken. Säbel wäre natürlich eine ziemlich coole Nahkampfwaffe. Brauchen wir nur noch einen Piratenanzug. Vielleicht gibt es ja einen mit Totenkopfkrawatte oder so. Machen wir mal einen Pirate Run in irgendeinem Dungeon. Nur noch 21 Schuss. Ein Gegner noch. Dann ist, befürchte ich, Schrotflintenzeit angesagt. Schnell, nimm die eingemachten Gürkchen, bevor das Monster kommt. Ah, Teleportationskräfte, unfair. Oh, das war ein One-Hit-Kill. Ja, so will ich das. Eine Schubflinte muss aus nächster Nähe One-Hit killen, sonst ist sie nutzlos. Oh oh, wir müssen nachladen. Das ist ein das ist ein Maschinengewehr-Zombie. Oh oh. Oh oh. Nein, mach doch was! Oh, der hat daneben geschossen. Glück gehabt. Die tun nämlich echt weh, die ziehen nämlich ordentlich Energie ab. Okay. Glück gehabt. Ja, yeah, drei Fässer auf einmal. Triple Hit. Ja, irgendwie sowas. Man kann schon sein, dass es I don't want to die ist. Oder I want to die vielleicht. Ich bin mir nicht sicher. Yes. Great, I shot. Great. Want to die sein auch, oder? Oh, da brennt aber wer. Oh, das ist schon ziemlich creepy, wenn die sich so bewegen, finde ich. Ah, creepy das Spiel. Mace. Hier wird's aber rot plötzlich. Ah, ich verstehe. Eine seltsame Weglaufpassage. Ich laufe so schnell ich kann. Abwechselnd links, rechts lenken, um zu laufen. Nein, ich hasse es. Quicktime-Event. Warum? Ermittlung gescheitert. Ihre Ermittlungen sind wegen Axt im Kopf gescheitert. Okay, wenigstens dürfen wir gleich wieder hier anfangen. Ich hoffe, dass jetzt Y wieder der Ausweichknopf ist. Dass die nicht zufällig einfach geändert werden. Ich hasse es.
Also man weiß es natürlich nicht, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Deadly Premonition 2 nur zeitexklusiv mit Nintendo ist. Nein, jetzt muss ich auf Fahrt drücken. Und dass das auch noch für andere Systeme kommt, zumindest für den PC, traue ich mich wetten. Ob das jetzt so schnell dann für die PS4 kommt oder dann für die PS5 wahrscheinlich eher, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Muss sich lohnen. Wahrscheinlich muss man schauen, wie gut verkauft sich das, wie erfolgreich wird's. Lohnt sich eine Adaption? So ein PC-Port ist halt billiger und leichter zu machen als ein Konsolen-Port. Das wird sich zeigen. Schätze ich mal. Aber keine Ahnung. Okay. A oder Y. Oder ganz was anderes. Man weiß es leider nicht. Es ist einfach blöd. Ah. Ach Gott. Bitte mach das nicht mehr spielen. Ich krieg die nicht hin, die Quicktime-Events. Ich habe die noch nie hingekriegt. Und das liegt ganz einfach daran, dass ich vor kurzem Gears of War auf der Xbox gespielt habe. Gears of War Tactics. Und auch die Gears of War 1, 4 und 5. Und der Xbox-Controller hat A, B und X und Y genau vertauscht, wie Nintendo. Und jetzt will ich intuitiv immer X drücken, wenn Y angezeigt wird. Und ich muss immer eine Sekunde nachdenken, damit ich weiß, was wirklich gemeint ist. Und das ist genau das Problem. Und deswegen kriege ich es immer nicht hin, weil ich entweder den falschen Knopf drücke oder zu lange nachdenken muss, damit ich den richtigen drücke. B, ich hab's geschafft. Also, das kann jetzt ein bisschen dauern, die Passage, aber wir haben ja noch eine Stunde bis Mitternacht. Ja. Wieder B. Ah. Ja. Ah, oh, jetzt hör doch auf. Y. Ja. Okay. Okay. Ah, schieben. Schieb doch. Schieb doch, mein Gott. Ich werde wahnsinnig. Ah, wir müssen noch weiter schieben. Wir müssen es wirklich bis zum Anschlag schieben, oder? Okay, jetzt. Oh Mann, ey. Nein, ich hab B gedrückt. Bitte nicht von vorne spielen. Bitte, tu mir den einen Gefallen und lass uns das nicht nochmal alles machen müssen. Wenn ich einen Wunsch frei hab, spiel. Oh mein Gott. Oh Gott, ey. I see you. Oh Gott. Okay, Konzentration. Ja. Ah, haben wir. Okay. Mir tut schon langsam echt der Daumen vom links-rechts lenken weh. Das könnte noch ein Problem werden. Ah, ja. Gut. A und B kann ich mittlerweile. Ah, voll bin ich aber an einem B gestorben. Also. Ja. Nein, im A bin ich gestorben. Also so gut kann ich es anscheinend doch wieder nicht. Oh Gott, ja. Ich war mir nicht sicher, ob das Y ist, was ich gedrückt habe. Hätte auch X sein können. Das ist genau das Problem. Okay, gut. Das hätten wir wieder mal. Jetzt müssen wir wieder durch Türen laufen, Kisten schieben und so weiter. Und dann geht's gleich weiter. Wie können die so grausam sein? Oh, Alter. Sind das die Beine? Mache ich so linkes Bein, rechtes Bein, linkes Bein, rechtes Bein. Deswegen lenke ich da und hin und her. Vielleicht.
Okay, gleich ist es wieder soweit. Okay. Jetzt wahrscheinlich wieder verstecken, oder? Nee, nicht mal. Oh Gott. Oh, what? Was habt ihr denn jetzt bitte Schaden gemacht? Die Puppe hier, oder wie? Blöde Puppe. Den zeigen wir es. Weg. Der Dungeon hier ist mir schon wieder viel zu lang. Ich weiß gar nicht, was das soll. Kann der jetzt mal aufhören? Ein Eispickel. Dafür werden Eispickel aber nicht erfunden. Nie und nimmer. Um sie in Klaviere zu stoßen. Ich glaube auch nicht, dass sie dafür unbedingt erfunden wurden. Okay, das ist unser zweiter Hinweis. Jetzt können wir ein vollständiges Profiling für diesen Ort machen. Profilerstellung starten. Okay, Thomas mit den Stöckelschuhen verliert seinen Ausweis, oder? Weiß ich nicht genau. Ist das alles Thomas? Hä? Ich erkenne teilweise nicht. Ah, der hat irgendwas in einen Hirschkopf, in einen ausgestopften Hirsch gestochen und das war ein Geheimgang, glaube ich. Die Frage ist immer, wie kommt er auf diese Ideen? Wie kommt er auf dieses Profiling? Das verstehe ich nicht. Gute Nacht, Kurt. Mach's gut. Bis demnächst. Dienstag. Dienstag geht's weiter. Speichern. Bitte unbedingt speichern, damit wir nie wieder diese Passage machen müssen von gerade eben. Oh Gott. Auch wenn es $1 kostet, wir haben ja fast 10.000 davon. Hm? Oh oh. Natürlich. Das freut mich. Ah! Huah! Do a barrel roll! Scheuert. Super. Wie langsam er hochsteigt und wie langsam er wieder runtersteigt. Nur kein Stress. Keks von Thomas. Ein von Thomas gebackener Keks. Okay, wir haben es geschafft. Wir sind raus aus der Psycho-Episode. Wir sind wieder in der echten Welt angekommen. Alles ist gut. Wir können zwar jetzt durch Wände schauen, aber ansonsten ist wieder alles ganz normal. Reinstecken. That's one bizarre setup. Whoever made this must be crazy. Schokoladenkeks. Das haben wir schon mal irgendwo gesehen, auf einem Foto oder so, glaube ich, dieses Outfit und das Medaillon. Zack, okay, so it's not bonus footage. It's still part of the main feature. Perpetrator is exactly who I thought it was. First things first. We'd better let poor Nick go.
glaube, Thomas gefällt das nicht. Deswegen ist er so angezogen wie sie. Wär gern sie. Deswegen hat er überall in jedem Raum mindestens zwei Schallplattenspieler. Wo ist denn jetzt schon eine Perücke hin? Habe ich wirklich mitgekriegt? Okay. Mittlerweile, wir hätten die Sidequest schon viel früher machen sollen. Aber dann konzentrieren wir uns halt offensichtlich auf die Hauptstory. Ich war mir nicht mehr sicher. Ich glaube, wir hätten wirklich mehr vom Hauptpfad abweichen dürfen. Previously during the investigation. Aber es ist die Nebenquests sind nicht so wichtig. Let's pay Harry another visit and get to the bottom of all this. And that one. And that one too. Das stimmt. All red seats. Welcome. Das FBI zahlt schon echt gut. Something about it that you won't find written in those files. The people were attacking and killing each other, rampaging as though insane. Quite a story. York, I told you, it's nothing more than local folklore. What does that all mean? It's called the legend of the new raincoat killer. York, we found Thomas. Zach, okay, so it's not bonus footage. It's still part of the main feature. Schön, dass man im Rückblick nicht sieht, wie er K.O. geschlagen wird, oder? Oh, jetzt sind wir Kind. Dad? Dad? Come on, boy, or it'll be too late. Ich versuch's ja, ich kann nicht schneller. Ich hab winzige Beinchen, falls es dir nicht aufgefallen ist. Come on, boy, or it'll be too late. Kennt ihr so Albträume, wo ihr schnell irgendwo hin müsst, aber ihr kommt nicht vom Fleck? Weil auf einmal alles so zäh oder so langsam ist oder ihr habt irgendwas vergessen oder so? So ein bisschen fühlt sich das gerade an. Wahrscheinlich durchaus absichtlich, aber ja, gut getroffen. Kommen wir näher? Ich habe manchmal das Gefühl, wir kommen ein bisschen näher, aber dann auch wieder irgendwie Dad? Nicht. Dad? Come on, boy, or it'll be too late. Okay, da das dauernd loopt, höre ich vielleicht auf und gehe ihm nicht hinterher. Dreh um. Geh weg.